Willkommen zum Mars Effect Andromeda. Heute werden wir das Reliktwrack untersuchen. So. Dann wollen wir mal. Mal sehen, ob wir verhindern können, dass Morda diesen Reliktkern bekommt. So, wo müssen wir rein? Hier vorne. Das Ding ist riesig. Das ist das Reliktwrack, von dem Morda so besessen ist. Jo. Und wir versuchen jetzt den Reliktkern zu kriechen, damit Morda nicht ihre Bombe bauen kann. Das haben wir ja in der letzten Folge rausgefunden. So. Ich glaube aber nicht, dass wir hier alleine sind. Ach du Gute. Die Plünderer versuchen schon seit Monaten hier irgendwas zu bergen. Ach du Gute. Vorsicht, das ist eine Todeszone. Das glaube ich dir. Was haben wir hier? Immer schön fleißig scannen. Was sind denn das für Dinger? Oh, ich sehe Geschütze. Sehr gut. Dann schalten wir mal das nächste Geschütz aus. Sieht nach Gesetzlosen aus.
Pathfinder. Ihre Schilde werden dem nicht lange standhalten. Was noch ein Geschütz? Noch zwei, ne? Ja. Umgehen ist gut gesagt. Die Frage ist nur, wo? Was ist hier oben? Wieso, die leben doch alle noch. Ach echt? Ich hoffe nur, ich übersehe nichts, was wichtig wäre. Was ist das für eine Wortwahl direkt? Irgendwo ist noch da hier. Ich glaube, das war's. Ja, ich bin nicht so sicher. So. Kurz noch. Eine Konsole. Eingang, okay. Wir brauchen mehr Glyphen. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Glyphen. Wie viel braucht man denn?
Ich orte in diesem Gebiet keine weiteren Hüfe. Irgendwo höre ich noch ein, so ein Reliktding. Sind Morders Leute aber nicht sehr weit gekommen, ne? Ach du, oder? Oder auch nicht. Ist ein Mysterium für mich. Diese höllische Hitze. Gesetzlos, verrückt, mörderisch. Von der Wassermafia gar nicht zu reden. Die Belohnung für diese Plünderer muss ziemlich groß sein. Sonst würden sie das Risiko nicht eingehen. Die Informationen von Kedera besagen, dass Rohmaterialien aus Reliktarchitektur extrem profitabel sind. Ziemlich beschädigt hier drin. Passen Sie auf, wo Sie hintreten. Hoffentlich finden wir einen Weg zum Antriebskern. Und dann nichts wie raus hier. Na, ich hoffe, wir kommen nicht zu spät, ne? Das funktioniert noch. Irgendwelche Theorien zu diesem Schiff? Sie meinen den Absturz? Vielleicht hat die Geißel das Leitsystem durchschmoren lassen. Oder auch alles. Gute Vermutung. Aber wo ist die Crew? Was ist mit ihr passiert? Und woher sind sie gekommen? Dem Schiff nachzuschließen, jedenfalls nicht von Helios. Kommen auch nicht weiter. Ich weiß nicht, was das hier ist, aber wahrscheinlich nicht so gut für uns. Ja. Ist das eine Kiste? Nein. Schade. Wahrscheinlich noch eine Brücke. Vorsicht! Vielleicht funktioniert dieses Ding nicht so gut, wie wir dachten. Ja. Wenn das auch die Killerbots betrifft, hätte ich nichts dagegen. Ich war doch an der Kante. Ja.
Das ist wahrscheinlich... Der Antriebskern ist weg. Irgendjemand war hier, aber er kann unmöglich auf demselben Weg reingekommen sein wie wir. Das Schiff muss irgendwo aufgerissen sein. Das hieße, es gibt noch einen anderen Eingang. Schön blöd von uns, den richtigen Weg zu nehmen. Also, wer könnte ihn haben? Plünderer. Wer sonst? Ja, denke ich auch. Das ist auf jeden Fall die naheliegendste Erklärung. Okay, dann suchen wir uns mal einen Weg hier raus und spüren sie auf. Also, hat den Mord dann noch nicht. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann ich leider nicht sagen. Müssen wir da runter? Nee, lieber nicht. Ich glaube nicht, dass die hierher gehören. Signalraketen? Das ist keine Relikt-Tech. Die Eindringlinge müssen aus dieser Richtung reingekommen sein. Ich hoffe, wir kriegen die noch. Von den Dieben uns eine klare Spur zu hinterlassen. Ziemlich praktisch. Ich würde mich hier drin ungern verlaufen. Dann mal ins Gedümmel. Wir haben Ziele! Tod, Plünderer, das ist keine Überraschung. Es wundert mich nicht, dass Sie keine Chance haben. Wir finden noch eine Kiste, aber sieht wohl nicht so aus.
noch so eine. So sind sie also reingekommen. Wer es auch war. Mordor hat den Antriebskern nicht genommen. Wenn sie von diesem Eingang gewusst hätte, hätten sie nicht versucht einzubringen. Sieht schon Hammer aus, ne? Endlich wieder draußen im hellen, glühend heißen Tageslicht. An einem Ort, an dem niemals nicht Tag ist. Wir haben ihre Position erfasst und schicken jetzt einen Aufklärungsposten runter. Suvi, Sam hat die Gehäusesignatur des Reliktantriebskerns hochgeladen. Können Sie ihn aufspüren? Das könnte von unserer Position aus schwierig werden. Ich kann keinen vollständigen Scan durchführen. Okay. Geben Sie mir so viele Informationen wie möglich. Wir müssen rausfinden, wer ihn gestohlen hat. Plünderer, Abschaum! Okay, ich glaube, ich habe etwas. Ich habe Ihr NAV-System aktualisiert. So, die Zeit ist um. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.